Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde von Promigeflüster. Wir sind unterwegs, wir sind in Südtirol und befinden uns hier mitten in den Apfelplantagen in Schanna. Das ist so circa 5 Kilometer von Meran entfernt. Und in Meran, da sind sie zu Hause, in der Umgebung von Meran, die Burggräfler Burm. Der Felix und der Tobi, die besuchen wir heute, denn letztes Jahr waren sie ja schon bei Immer wieder Sonntags dabei, da haben wir sie kennenlernen dürfen. Und jetzt haben wir einen Gegenbesuch gestartet. Wir haben sie besucht in Südtirol. Sie zeigen uns ein bisschen die Gegend, sagen, was das Törgelen auf sich hat. Und wir werden jetzt dann nachher gleich erstmal noch in die Landeshauptstadt von Südtirol gehen, nach Bozen. Und da können wir noch ein bisschen einen Stadtbummel genießen. Kommt einfach mit. So, jetzt stehen wir auf den Dächern von Radio Tirol und haben natürlich einen herrlichen Blick zum Überbozen. Und ich darf euch hier noch einen lieben, guten Freund vorstellen. Das ist der Peter. Hallo. Peter Bachmann. Vorhin haben wir gerade gerätselt. Wie lange kennen wir uns jetzt schon? 20 Jahre sind es wohl? Ich glaube, es sind 23 Jahre, okay. die uns verbinden. Ja, also den Benni kennen wir noch nicht so lange, aber, ja. Ja, aber wir haben die Zeit noch erlebt, wo es noch den Grand Prix der Volksmusik gab. Oh ja, das waren Zeiten. Ja. Schöne Zeiten, ja. Ja, jetzt eigentlich wollten wir nach Bozen rein in die Innenstadt, aber ich sage mal, wenn wir jetzt hier oben stehen und diesen herrlichen Blick ja da erleben, was kannst du kurz über Bozen noch erzählen? Je, da bräuchte ich jetzt jede Menge an Zeit. Wie zum Beispiel da drüben, den Ötzi, das Ötzi-Museum bei den zwei Türmen da drüben. Ich zeige es jetzt hier im Bild. Ich zeige, ja, da drüben, da gibt es das Ötzi-Museum, den kennt da jeder. DJ Ötzi. Nein, nicht DJ, das ist was anderes wieder, aber den alten Mann, der mit der Hand ganz quer über dem Bauch und so weiter. Ja, und da ist das Etschtal, das Apfeltal. Dahinter kommt Meran, hier oben haben wir Jenesien, eine schöne Stadt. Dahinter Hafling, der Ursprung der Haflinger Pferde. Und hier oben gibt es den St. Magdalena Hügel, den Weinhügel, eigentlich St. Magdalena Wein, der ist weltbekannt, der wird dort drüben erzeugt. Und rechts hoch. Rechts hoch geht es zum Ritten. Mhm. Das ist ein schönes Ferienparadies dort oben mit Blick hinüber, wo hier die Wolken sind, zur Seiser Alm. Die kennt Kastelruder. Die Kastelruder-Spatzen sind dort zu Hause. Also ich könnte vom Schwärmen gar nicht mehr aufhören. Und wenn wir um diese Ecke rüberschauen, das sieht man jetzt nicht, geht es zum Kalterer See. Da geht den Kalterer See. Genau. Eine sehr, sehr tolle Gegend. Hier im Pfefferlechner Keller werden jetzt die Kastanien geröstet, denn das gehört alles dazu zum Törgelen. Und was es genau damit auf sich hat, das erfahren wir jetzt hier wiederum vom, wenn ich es jetzt richtig mitgekriegt habe, vom Martin, gell, war's? Ja. Genau. Er schwenkt die Kastanien noch und würde sagen, lass es mal geschwind, stell es mal geschwind zur Seite, komm zu mir und na, reden wir mal drüber. Ja. Ja, Törgelen, was hat es damit auf sich generell? Also für die Leute, die es jetzt noch nicht wissen. Ja. Törgelen kommt aus der Törgel. Nicht? Früher hat man auf dem Hof, jeder hat da Törgel. Nicht? Und der Törgel hat es angefangen, dass man nach dem Weinlese einmal reingegangen ist und ein bisschen nach der Weinlese mal rennen. Nicht? Das heißt ein bisschen Speck, Kastanien, Käse, alles, was halt drum und dran ist, nicht? Was auf dem Hof gemacht wird. Nicht? Und die Kastanien, was hat es mit denen jetzt speziell aussieht? Das sind ja die Esskastanien. Gibt es die hier bei euch extrem spezielle, oder? Sind die Esskastanien, nicht? Und die sind eben das Monat, nicht? So kann man sagen, das ganze Monat Oktober bis Anfang November, die werden halt in Türkeland dabei. Okay, genau. Und der Suser auch, nicht? Der neue Wein. Erst kommt der Suser und nachher kommt der neue Wein, nicht? Ja, also da sind wir ja hier, glaube ich, bestens bedient bei euch, hier im Pfefferlechner-Keller. Das ist ein Lokal, kann man sagen, wie so ein Weinlokal ein bisschen, oder? Aha, das ist seit 36 Jahren, habe ich angefangen, nicht? Mit 20 Sitzplätzen und dann hat es halt ein bisschen erweitert, wie es halt geht. Nicht? Und schöner Biergarten gehört dazu. Ja, immer mehr im Sommer, nicht? Im Biergarten ist mehr im Sommer, nicht? Und im Herbst, Töckeln.
Und was ich jetzt natürlich auch gesehen habe, es gibt, man kann reinschauen in den Stall, da habt ihr Pferde, Ponys. Geblieben, nicht? Da ist ein Bauernhof seit 1279. Nicht? Das ist eben das Viech und alles ist immer gleich geblieben. Nicht? Und natürlich dann auch schöne, offene Einblick in die Küche. Also man sieht wirklich, wie alles zugerichtet wird. Ne? Die Küche, das haben wir erst vor 2 Jahren gemacht. Nicht? Das ist wieder ein Einblick, weil soll jeder auch in der Küche sehen, nicht, was gemacht wird. Nicht nur immer versteckt, was normal ist immer, nicht? Aber man soll alles. Genau. Und was kann man bei euch alles jetzt verköstigen? Was gibt es so auf der Speisekarte? Im Herbst ist mehr so die Schlachtplatten und Kastanien und das ganze Zeug, was man halt hat. Nicht? Und im Frühjahr haben wir halt auch Spargeln und Käseknödel und Speckknödel gibt es eigentlich das ganze Jahr. Nicht? Und der Speck sowieso. Nicht? Und das ist natürlich so das typisch Tirolerische, ja. Genau, die typisch Südtirolerische Küche eigentlich. Ja, typisch Südtiroler Küche, ja. Sehr gut. Aha. Alles klar, dann bedanke ich mich recht herzlich und ich denke mal, dass wir noch ein bisschen nachher noch in den Genuss kommen, um das Ganze nochmal zu testen. Hoffentlich. Okay. Sehr gut, Dankeschön. Ja, jetzt sind wir natürlich noch verabredet mit den Burggräfler Burm. Das ist ja eigentlich unser Hauptakt heute. Und es wird noch spannend, es gibt auch noch ein Gewinnspiel, also heute tolles Programm, wenn wir schon mal in Südtirol sind. Und da sehe ich sie auch schon, den Felix und den Tobi. Hallo, guten Abend, servus, grüßt euch, servus. So, jetzt haben wir heute endlich mal das Ganze geschafft, dass wir euch in Südtirol besuchen. Denn, wie ihr es ja wisst, letztes Jahr waren wir ja zusammen im Europapark, wart ihr, ich ja nicht, aber ich habe euch immer wieder an verschiedene Orte noch hingelotst. So heißt es richtig, genau. Und dann haben wir natürlich verabredet. Ein Gegenbesuch steht mal an und das sind wir jetzt da. Grüßt euch zusammen. Ja, hallo Frank. Es freut uns wirklich sehr, dass es jetzt endlich geklappt hat hier bei uns in Südtirol. Also sehr schön. Ja. Sehr schön. Nee, es war jetzt auch ein toller Aufenthalt und ich muss sagen, wir haben einiges mitgekriegt. Das Meran haben wir gemacht, Bozen haben wir ein bisschen gesehen. Und natürlich heute Abend einen tollen Abend mit euch erlebt hier im Pfeffer-Lechner-Keller, so heißt es, glaube ich, gell? Genau so. Hier, schönen Abend mit Törgelen. Alles war mit dabei, was man sich vorstellen kann. Wirklich. So ist es, genau. Ja, Törgelen haben wir jetzt auch vom Wirt hier ein bisschen erfahren, was eigentlich damit auf sich hat. Also wir sind bestens informiert. Was hat sich denn bei den Burggräflern so im letzten Jahr getan oder in der letzten wo wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, wir haben mittlerweile wieder eine neue CD, die wir hier am Tisch auch liegen haben. Dürfen wir gleich einmal zeigen. Die heißt Im Herz die Volksmusik. Das ist unsere neue Produktion. Wie gesagt, letztes Jahr war natürlich sehr turbulent. Wir waren ja bei dir auch zu Gast. Du weißt es sowieso. Gell? Immer wieder sonntags war ein großes Thema im letzten Jahr. Durften wir ja 3-mal den Tagessieg gewinnen. Also insgesamt 4-mal dabei sein. War eine super Erfahrung für uns. Viele, viele Termine spielen wir momentan. Viele, viele Feste. Die Saison geht langsam aber sicher zu Ende und die Stimme auch in diesem Jahr, gell? Ja, klar. Ich meine, jetzt geht es doch schon mit großen Schritten auf die Weihnachtszeit zu. Das muss man ganz klar sagen, genau. Und sind jetzt noch einige Feste im Oktober, nehme ich an. Da habt ihr noch gut zu tun jetzt, oder? Ja, etwas ist noch los. Also ein paar Feste sind noch. Dann wird es langsam ruhiger. Da kommt ein bisschen mehr die Winterzeit. Da spielen wir mehr drinnen, so Hotelsachen und so kleinere Geschichten, ja. Sehr schön, sehr schön. Winter, ist es bei euch auch noch so richtiger Winter, wie man mal kannte? Gibt es noch Schnee genügend bei euch? Kann man noch zum Skifahren kommen? Ich würde mal sagen, mal so. In den gewissen Gegenden sowieso ist immer viel Schnee ab der gewissen Höhe. Letztes Jahr war sehr gut mit dem Schnee bei uns. Also da war auch bei uns im Tal unten sehr viel Schnee. Aber es ist immer verschieden. Ein Jahr vielleicht so, ein anderes Jahr mal so. Also man kann nicht sagen, das ist jetzt in Meran oder in Bozen in den Städten, dass da immer viel Schnee ist. Also das ist nicht so. Okay. Ja, Bozen ist ja die Landeshauptstadt von Südtirol und klar, da seid ihr natürlich auch beruflich natürlich immer noch gut angespannt. Du bist ja in Bozen zugange. Wo genau? Was machst du Schönes? Ja, ich arbeite jetzt im Sennereiverband, also die Milchkontrolle hier in ganz Südtirol und das eben in der Landeshauptstadt. Da kennt man sich dann ein wenig aus. Ich glaube, das werden wir auch noch sehen. Ja. Ein bisschen was. Genau, da haben wir auch noch einen kleinen Rundgang gedacht oder hatten wir schon, genau. Und Milchsennereiverband und so weiter, das heißt, die ganzen Milchprodukte, die gehen bei dir sozusagen über den Tisch oder was ist deine Aufgabe dort?
Die ganzen Bauern, jeder liefert da seine Milch ab und die kontrollieren wir durch auf Inhaltsstoffe und wie die Milch zusammengesetzt ist. Ist jetzt aber keine Molkerei, also das heißt jetzt nicht, dass ihr dann auch Käse und die ganzen Produkte herstellt, das nicht. Das geht dann von euch weiter oder ist es nur Kontrolle, wie gesagt? Genau, wir sind die Genossenschaft für die, wir machen für ihnen die Kontrollen, ob alles passt. Und wir haben eben sämtliche Molkereien bei uns hier im ganz Südtirol, die wir vertreten und für die wir Analysen machen. Okay. Ja. Und der Felix, der hat es auch mit Flüssigkeiten zu tun, aber ganz andere, oder? Mit den Hochprozentigeren, ja genau. Nein, ich bin über den Sommer, bin ich jetzt mittlerweile das zweite Jahr schon, bin ich Berufsmusiker. Und weil ich bei uns auch das ganze Management und so weiter mache, für Südtirol eben, fürs Ausland nicht, aber für Südtirol. Und deswegen ist das ein bisschen zeitintensiver, aber über den Wintermonaten bin ich bei der Schnapsbrennerei Bircher, vielleicht dem einen oder anderen auch ein Begriff, in der Obstverarbeitung, ist eine flotte Arbeit. Flotte Arbeitskollegen, da haben wir immer noch Scoudi und das passt. Okay, und dann Milch und Schnaps, das passt dann zusammen, oder? Gibt eine gute Kombination. Man findet einen gemeinsamen Nenner. Also. Uns ist dann so, dass ich dann mehr die Milch trinke und er mehr den Schnaps. Genau. Aber glaub, gemeinsam tut es nicht wirklich gut, oder? Ich weiß nicht, verträgt sich das? Eher schlechter. Milch lassen wir für morgen und später kommt der Schnaps. Ja, aber dass wir schön Urlaub machen können, das wissen wir ja mittlerweile hier und es ist auch wirklich eine tolle Gegend, muss man sagen. Deswegen, es lohnt sich auf alle Fälle. Es war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir hier waren, das auf alle Fälle. Jetzt nochmal ganz kurz musikalisch, habt ihr schon wieder Pläne für eine weitere CD? Gibt es da schon wieder Ideen, die man so mit einbringt? Ideen gibt es grundsätzlich immer, aber jetzt Konkretes haben wir noch nicht geplant, also steht noch nichts an. Da können wir gespannt sein, oder vielmehr ihr alle, also könnt gespannt sein. Ja, man muss natürlich auch klar sagen, Volksmusik ist natürlich, was die Medien angeht, nicht mehr so stark, das ist ganz klar, egal ob Deutschland, Österreich, Italien oder Südtirol in dem Fall oder Schweiz, hat doch schon einiges ja, leider einbüßen müssen. Natürlich, es ist mittlerweile sehr schwer, deswegen sind wir sehr froh, sehr stolz, dass wir damals, wie gesagt, im letzten Jahr so oft bei immer wieder sonntags dabei sein durften. Es war für uns schon ein kleines Sprungbrett, auch ein bisschen für den deutschsprachigen Raum, da ein bisschen bekannt zu werden. Es ist sicher nicht selbstverständlich, das wissen wir auch zu schätzen. Und wie gesagt, es wird halt immer weniger, leider Gottes einfach schade. Ja, ja, aber jetzt würde ich sagen, lassen wir es für heute mal gut sein. Wir besuchen euch bestimmt wieder oder ihr kommt mal wieder nach Deutschland. Aber jetzt muss man noch ein paar Sachen erwähnen, denn wie ihr ja wisst, gibt es ja auch noch einen weiteren Kanal, Promi Time, den ja unser Benny sehr, sehr erfolgreich gestartet hat und der mit euch ja gestern auch schon eine Aktion gemacht hat. Viel wollen wir da noch gar nicht drüber verlieren. Einfach hier auch liken und teilen und einschalten vor allen Dingen. Es geht ums Klettern, was ja natürlich mit den Bergen bestens harmoniert. Das ist die eine Sache. Und ich habe es ja am Anfang hier zum Einstieg hier in das Interview erwähnt. Es gibt jetzt noch was zu gewinnen. Wir haben noch eine kleine Verlosung für euch vorbereitet und die kommt jetzt. Hi an die Promi-Time-Zuschauer. Jetzt habt ihr die ultimative Möglichkeit, hier den Preis des Tages abzukassieren. Ein Wochenende von Freitag bis Sonntag im Hotel Garni hier in Schena in Südtirol. Ihr müsst einfach nur folgende Frage beantworten, und zwar, wie viel Liter fasst dieses Becken? Ich gebe euch einen kleinen Tipp, die Länge von dem Becken beträgt 10 Meter, die Breite 5 Meter. Wenn ihr die Antwort wisst, füllt das Formular bei promigeflüster.de aus, sendet es uns ein und ganz wichtig, es dürfen nur die mitmachen, die auch Promi-Time abonnieren. Also Promi-Time abonnieren und dann beim Gewinnspiel mitmachen. Und noch einen kleinen Tipp, ich bin 1,80 Meter groß. Und die Differenz zwischen meinen Haaren und der Wasseroberfläche beträgt 30 Zentimeter. Also ein bisschen nachdenken. Ich denke, das schafft ihr alle, das kriegt ihr alle hin. Mitmachen und dabei sein. Ciao. Ich wünsche euch natürlich auch recht viel Glück beim dem Gewinnspiel, bei der Aufgabe, die der Benny euch gestellt hat. Und dann würde ich sagen, lieber Tobi, lieber Felix, euch nochmal alles Gute und herzlichen Dank nochmal für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns recht bald wieder. Das hoffen wir auch sehr. Danke, Frank. Dankeschön natürlich. Einen schönen Gruß hinaus in die Welt allen Zusehern von Promi Geflüster und ganz wichtig, liken auch Promi, Time und abonnieren. Liebe Grüße, die Burggräflerburm.